Messen sind Märkte. Das gilt umso mehr für die größte Ausstellungsplattform des Handwerks auf der Internationalen Handwerksmesse in München. Mittendrin unter mehr als 1000 Ausstellern der Westerwälder Handwerksbetrieb APT Aktiv Prothesentechnik. Im Rahmen der Sonderschau Land des Handwerks stellt der Betrieb um Orthopädietechnikermeister Thomas Kipping sich und seine Leistungen vor. Die Spezialisten aus dem Westerwälder Stockholm-Püschen haben sich bei Entwicklung und Fertigung von Arm- und Beinprothesen international einen erstklassigen Ruf erworben und arbeiten auch mit Spitzensportlern zusammen, die mit APT-Spezialprothesen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen erfolgreich abschnitten. Damit ist man in einem Extrembereich aktiv, der besondere Leistungen auch vom Handwerk fordert. Grundsätzlich brauchen wir einfach unser handwerkliches Geschick, überhaupt um Prothesen zu bauen. Und das Besondere bei der Sportprothetik ist, dass man wesentlich mehr Zeit mitbringen muss und muss quasi Netzwerke ausnutzen. Das heißt, man muss mit Physiotherapeuten und Trainern gemeinsam den Athleten schneller machen. Das ist das Besondere überhaupt daran. Im Bereich der Sportprothetik und gerade im Hochleistungssport sagen wir gerne, dass weniger mehr bedeutet. Das heißt, also je weniger an Gewicht an der Prothese ist, umso besser ist es natürlich für den Athleten, der zum Beispiel beim Sprint jedes Gramm spürt. Deswegen verwenden wir in erster Linie bei den Sportprothesen Carbonmaterialien, die wir in Gießharzverfahren benutzen und gleichzeitig auch von der Industrie gelieferte Füße bekommen. Das heißt, die sind auch wieder aus Carbonmaterialien gefertigt. Carbon hat hier in dem Fall die Eigenschaft, dass es die Energie, die man in den Fuß hineingibt, ein Stück weit dem Athleten auch wieder zurückgibt. Das heißt, also es funktioniert ähnlich wie eine Feder. Es erleichtert das Laufen des Athleten. Themen, die Thomas Kipping einem breiten Publikum auf der Internationalen Handwerksmesse vermittelt. Im Vorfeld der IHM wurde bundesweit das Handwerk aufgefordert, sich mit innovativen Spitzenleistungen in die Sonderschau Land des Handwerks einzubringen. Handwerkskammer Koblenz und Betriebe aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, darunter APT, haben Möglichkeiten geprüft und Bewerbungen für die IHM eingereicht. Die Auswahl der Messemacher fiel schließlich auf die Westerwälder Orthopädietechniker. Ein Erfolg, der für die Innovationskraft des Handwerks im nördlichen Rheinland-Pfalz insgesamt steht. Die IHM hat für unser Handwerk der Orthopädietechnik eine große Bedeutung, denn man muss einfach den demografischen Wandel sehen. Das heißt, die Menschen werden immer älter, die Gesundheitshandwerker als solche bekommen immer mehr an Bedeutung. Und hier hat die IHM natürlich für uns alle ein perfektes, breites Ansprechpublikum. Dabei spielt auch das Thema Ausbildung eine wichtige Rolle. Seit Jahren bildet das Team um Handwerksmeister Thomas Kipping Jugendliche aus. So wird der fachliche Nachwuchs sichergestellt, der für die Fortsetzung der unternehmerischen Erfolgsgeschichte eine wichtige Grundlage bildet. Um die Verbindung der Themen Gesundheit und Fachkräftesicherung und deren öffentliche Präsentation geht es auch am 7. Mai im HWK-Zentrum für Gesundheit und Ernährung, wenn sich unter anderem Sternekoch Johann Lafer in die Erfahrungswelt Gesundheit einbringt. Die Informationsveranstaltung gibt wichtige Impulse über Vorträge, Workshops und den Austausch zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Sicherlich ein besonderes Highlight ist das Kochduell. Johann Lafer greift mit Lehrlingen gegen Ausbilder der Handwerkskammer Koblenz zu Topf und Pfanne. Ein wahrhaft leckeres Ereignis, dem final eine Verköstigung folgt. Weitere Infos und Anmeldungen bei der Handwerkskammer Koblenz.